So, wir machen weiter. Ich liefere noch die anderen Namen nach von den Mathematikern, von denen ich am Anfang sprach. Okay, gut, alles gut. Aber ich muss noch ein Wort natürlich sagen zu unserer nächsten Vortragenden, unserer nächsten Referentin, Annette Vogt, selber Mathematikerin, aber auch sehr wissenschaftshistorisch unterwegs. Beim Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte hat sie, glaube ich, immer noch einen Schreibtisch, ein Zimmer, nur einen Schreibtisch. Okay, ein kurzes Wort, woher ich sie kenne. Uns verbindet eigentlich der Name Lise Meitner. Und als es an der Zeit war, auch mal wieder was zu Lise Meitner zu machen, vielleicht der eine oder andere kann sich erinnern, es gab da ein Theaterstück und es gab auch eine öffentliche Vorlesungsreihe im offenen Hörsaal. Und dabei war aber auch Annette Vogt natürlich dabei, die dann über Lise Meitner was zu berichten wusste, aus ihrer Beschäftigung eben mit der Geschichte der Wissenschaftlerin Lise Meitner in dem Fall. Und jetzt hören wir etwas von ihr zu den Mathematikern, anknüpfend an Moses Mendelssohn in der Familie Mendelssohn. Bitte sehr. Also schönen guten Abend und danke für die freundliche Einladung und danke für die freundlichen Worte zur Einführung. Und ich möchte Ihnen etwas vorstellen, was natürlich die Moses Mendelssohn-Spezialisten kennen, aber was vielleicht den anderen weniger bekannt ist. Moses Mendelssohn als Privatgelehrter hat sich nämlich auch mit mathematischen Problemen beschäftigt und mit wissenschaftlichen. Ich finde das so schön, das ist im Jüdischen Museum Berlin als Objekt. Und ich werde Ihnen also über 4 Studienabhandlungen etwas erzählen und dann über Moses Mendelssohns Familie und ihre Beziehungen zu Mathematikern. Beginnen möchte ich aber mit Heinrich Heine. Heine hat 1834 in Paris für französische Leser in 3 Büchern eine Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland verfasst. Das Vorwort ist sehr hübsch, da erklärt er den deutschen Lesern, warum er den Franzosen die Religion und Philosophie beibringen möchte. Und er schreibt, die Franzosen glaubten in der letzten Zeit, zu einem Verständnis Deutschlands zu gelangen, wenn sie sich mit den Erzeugnissen unserer schönen Literatur bekannt machten. Der ganze deutsche Gedanke bleibt für sie ein unwirtliches Rätsel, solange sie die Bedeutung der Religion und der Philosophie nicht kennen. Und er wollte ihnen das beibringen und er schildert dann im 2. Buch, das Ganze hat 3 Bücher, ich zitiere hier immer nach der Heine-Ausgabe 1910, und im 2. Buch geht er dann darauf ein, von den politischen und religiösen Zuständen kann man sich nur einen Begriff machen, wenn man auch diejenigen Denker erwähnt, die mehr oder minder in Gemeinschaft mit Nicolai zu Berlin tätig waren und gleichsam ein Just-Milieu zwischen Philosophie und Belletristik bildeten. Sie hatten kein bestimmtes System, sondern nur eine bestimmte Tendenz. Sie gleichen den englischen Moralisten in ihrem Stil und in ihren letzten Gründen. Sie schreiben ohne wissenschaftlich strenge Form und das sittliche Bewusstsein ist die einzige Quelle ihrer Erkenntnis. Ihre Tendenz ist ganz dieselbe, die wir bei den französischen Philanthropen finden. In der Religion sind sie Rationalisten, in der Politik sind sie Weltbürger, in der Moral sind sie Menschen. Edle, tugendhafte Menschen, streng gegen sich selbst, mild gegen andere. Was Talent betrifft, so mögen wohl Mendelssohn, Sulzer, Abt, Moritz, Garve, Engel und Biester als die ausgezeichnetsten genannt werden. Moritz ist mir, Heine, der Liebste. Und die Namen, die Sie jetzt eben gefunden hatten, also Nicolai und Mendelssohn, habe ich fett markiert, damit Sie die beiden sofort sehen. Mit denen stand auch Mendelssohn in engerem und weniger engerem Kontakt. Und nochmal Heine, Mendelssohn hat vor allen Übrigen eine große soziale Bedeutung. Das haben wir vorhin gehört bei Herrn Simon, der Reformator der deutschen Israeliten. Der Mann, den seine Zeitgenossen den deutschen Sokrates nannten und wegen seines Seelenadels und seiner Geisteskraft so ehrfurchtsvoll bewunderten.
Es gibt inzwischen sehr viele Biografien zu Moses Mendelssohn. Eine möchte ich nennen, weil ich glaube, das ist auch die wichtigste. Alexander Altmann. Und Alexander Altmann ist auch deshalb wichtig, weil er dann das Projekt der Werkausgabe fortsetzt. Sie sehen hier, das ist der Reprint von Band 1. Band 1 ursprünglich 1929 erschienen. Und Sie sehen ganz gegen Ende fortgesetzt von Alexander Altmann. Und Alexander Altmann hat dann auch Frau Engel-Holland in das Team der Werkausgabe geholt. Und persönlich bin ich Frau Engel-Holland sehr verbunden und sie ist ein bisschen schuld, in Anführungsstrichen, dass ich mich dann auch mit Mendelssohn und dessen mathematischen Überlegungen beschäftigt habe. Mendelssohn, Sie haben gehört, war Buchhalter, Prokurist, aber er war auch Gelehrter. Wir nennen so etwas Privatgelehrte. Das heißt, das sind Menschen, meistens Männer. Erst im 19., 20. Jahrhundert gibt es auch weibliche Privatgelehrte, die aus finanziellen Gründen es sich erlauben können, Wissenschaft zu machen, ohne an irgendeiner Institution eine, wenn auch minimal und schlecht bezahlte Stelle zu haben. Und er war vor allem Philosoph und Aufklärer. Und er hatte aber enge Gesprächspartner, mit denen er seine Überlegungen auch diskutierte. Bevor er überhaupt etwas publizierte, hat er mit ihnen immer seine Texte besprochen. Inwieweit dazu auch Akademiekollegen gehörten, also Mitglieder der Königlich Preußischen Akademie, das ist noch eine offene Forschungsfrage. Er hat 4 mathematisch-naturwissenschaftliche Schriften hinterlassen. Chronologisch sehen Sie zuerst über die Empfindungen. Wir würden das heute zur Physiologie rechnen, eine Abhandlung über physiologische Fragen. Dann diese Gedanken von der Wahrscheinlichkeit, da werde ich dann ausführlicher darauf eingehen. Dann eine Abhandlung mit dem langen Titel Versuch, eine vollkommen gleichschwebende Temperatur durch die Konstruktion zu finden. Dahinter verbirgt sich eher eine musiktheoretische Abhandlung. Und die berühmte Abhandlung 1763 über die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften. Und mit der fange ich auch an. Weil die hatte er eingereicht, anonym, als weil das eine Preisfrage der Königlich Preußischen oder Berliner Akademie der Wissenschaften war. Preisfragen waren im 18. und 19. Jahrhundert eine beliebte Möglichkeit der Akademien, auch der französischen Akademie, auch der russischen in Petersburg, aufzufordern, bestimmte Probleme zu lösen. Die Einsendungen erfolgten anonym und dann ein bisschen so wie and the winner is, und das wurde dann aufgestellt. Und die Frage, für die Mendelssohn sich, an der Mendelssohn sich beteiligt hatte, lautete: Sind die metaphysischen Wissenschaften, besonders Theologie und Moral, zu einer solchen Evidenz zu führen wie die mathematischen? Das Schöne ist hier, zumindest für mich als Mathematikerin, Mathematik galt hier als Vorbild, bezogen auf Evidenz, also auf Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit, Beweisbarkeit, Stringenz. Und er hat dann also eingereicht, Abhandlung über die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften. Er hat den ersten Preis bekommen. Es ist dann in Französisch publiziert, aber auch, wie Sie an dem Cover hier sehen, auch in Deutsch. Und da sehen Sie, das ist publiziert und dann im unteren Teil nebst noch einer Abhandlung über dieselbe Materie, welche die Akademie nächst der ersten für die beste gehalten hat. Jetzt große Frage, wer ist das? Und wie gesagt, obwohl er in der Akademie eine Preisfrage, den ersten Preis bekommen hat für die Lösung, er wird nicht Mitglied und es liegt an dem angeblich so toleranten, aufklärerischen preußischen König Friedrich den Zweiten. Knobloch in seiner Mendelssohn-Biografie nennt ihn immer nur F2. Also gegen wen hat Moses Mendelssohn gewonnen? Gegen seinen Kollegen Immanuel Kant. Und hier haben Sie auch das Beispiel für die Diskriminierungen als Jude in der bürgerlichen Gesellschaft im 18. Jahrhundert. Kant wächst in einer christlichen Familie auf, er studiert, er promoviert. Er wird 1755 Privatdozent, also PD steht für Privatdozent, in der Universität Königsberg. Er publiziert, er wird Professor, er wird Mitglied der Berliner Akademie, er wird auch Ehrenmitglied der Russischen Akademie. Und seine Abhandlung bekommt also dieses Lob. Aber er ist eben nur zweiter Gewinner. Und nochmal Heine über Kant.
Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant ist schwer zu beschreiben, denn er hatte weder Leben noch Geschichte. Er lebte ein mechanisch geordnetes, fast abstraktes, hagestolzen Leben in einem stillen, abgelegenen Gässchen zu Königsberg, einer alten Stadt an der nordöstlichen Grenze Deutschlands. Sonderbarer Kontrast zwischen dem äußeren Leben des Mannes und seinen zerstörenden, weltzermalmenden Gedanken. Und wir wissen aus der Literatur, dass also Kant Moses Mendelssohn geschätzt hat. Das sind also nochmal diese vier naturwissenschaftlichen Schriften. Die sind alle bereits 1929 bzw. 1931 publiziert worden. 1929, Sie haben vorhin bei Herrn Simon gehört, wir nehmen als Geburtsjahr an 1729, also zum 200. Geburtstag, war die Idee, dass man gesammelte Schriften in dieser Jubiläumsausgabe publiziert. Die meisten, die mit dieser Arbeit begonnen haben, mussten ab 1933 wegen der mörderischen Verfolgungen fliehen. Und dann wurde das Projekt eben erst 1972 fortgesetzt mit Alexander Altmann. Und in Band 1 sehen Sie, dass es einen Ehrenausschuss gab für die Vorbereitung dieser Jubiläumsausgabe. Und Sie sehen, der Vorsitzende war Adolf von Harnack. Adolf von Harnack war Mitglied der Preußischen Akademie. Er hat auch die Preußische Akademiegeschichte 1900 geschrieben, 200 Jahre Akademiegeschichte. Er war Professor für Theologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Er war seit 1911 Präsident der neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die Max-Planck-Gesellschaft ist der Nachfolger der KWG. Und er war außerdem auch jahrelang Direktor der Staatsbibliothek. Und Harnack hatte also den Vorsitz, und wenn Sie dann die Liste angucken, ungefähr in der Mitte finden Sie einen Namen, Dr. Kurt Hensel, Professor an der Universität Marburg. Den merken Sie sich bitte, da kommen wir nochmal drauf zurück. Und wenn Sie weiter gucken, sehen Sie, dass auch ganz viele Familienangehörige der Familie Mendelssohn in diesem Ehrenausschuss beteiligt waren, darunter Franz von Mendelssohn, wichtig in der Handelskammer Berlins, in der Ältesten- und Handelskammer und im Bankhaus Mendelssohn. Und in diesem ersten Band ist also abgedruckt worden über die Empfindungen, also diese erste Publikation. Und es ist auch in diesem ersten Band abgedruckt Gedanken zur Wahrscheinlichkeit. Und im zweiten Band ist dann abgedruckt dieser Versuch, einer vollkommen gleichschwebende Temperatur zu finden und die Abhandlung über die Evidenz, also wofür er den Preis der Berliner Akademie bekommen hat. Und in dieser Jubiläumsausgabe gibt es sehr ausführliche Einleitungen, die von den damaligen Herausgebern verfasst wurden. Und das ist hier der Anfang, wo es um diese Abhandlung über die Temperatur geht. Ich habe ja auch am Anfang gedacht, bei dem Titel, es ist eine physikalische Untersuchung, aber es geht wirklich um musiktheoretische Probleme. Und schon 1929 wussten die Herausgeber nicht wirklich, ob es von Mendelssohn ist, und dann gab es aber doch Abgleichungen der Manuskripte, und es gab auch noch, man weiß, wie seine Privatbibliothek aussah und bestand, und es gibt die Vermutung, er sei angeregt worden durch Euler. Das ist also auf der zweiten Seite, wenn Sie weiter unten gucken, da ist die Passage, dass er Eulers Sachen kannte. Und ein Ausschnitt aus dieser Seite 2, das ist also Haim Borodjanski, er nennt sich dann später in Palästina Israel Haim Bardayan, und Haim Borodjanski hat dann also angenommen, dass mathematische Beschäftigungen von Moses Mendelssohn dazu geführt haben, sich mit dieser Abhandlung über die gleichbleibende Temperatur zu befassen. Die aus meiner Sicht für Mathematikhistorikerinnen und Mathematikhistoriker interessanteste Arbeit ist diese Gedanken von der Wahrscheinlichkeit. Die sind bereits zu Lebzeiten von Moses Mendelssohn publiziert, nämlich 1771, also sowas wie 15 Jahre später, und zwar in den zwei Bänden Moses Mendelssohns Philosophische Schriften. Was beschäftigt ihn da? Die klassischen Fragen in der Wahrscheinlichkeit, Statistik, Zufall, Glücksspiel, und wir werden ja nachher noch drauf kommen, wie unsere Pandemiezeiten mit Wahrscheinlichkeitstheorie verbunden sein können. Sie werden sich erinnern, zu Beginn der Pandemie wusste ja das Gros nicht mal, was eine Exponentialfunktion ist, und das wahrscheinliche Eintreten von seltenen Ereignissen ist auch ein Problem. Und Moses Mendelssohn
hat sich damit befasst und wir sagen heute meistens Stochastik, also das ist eine Beschreibung aus der Uni Hannover, wo die Mathematiker erklären, Stochastik ist ein Sammelbegriff für die Gebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik. Es ist die Mathematik des Zufalls. Der Begriff Stochastik stammt schon von Jakob Bernoulli. Und es gibt zwei Bücher, auf die Moses Mendelssohn vor allem referiert in seiner Schrift. Das ist einerseits das philosophische Buch von Christian Wolff, Logica, aber das ist vor allem Bernoullis Ars Conjectandi. Sie sehen, posthum 1713 erschienen. Jakob Bernoulli ist einer von den Stammvätern der Bernoulli-Dynastie. Es ist eine sehr unübliche Familie in der Mathematikgeschichte, weil über 5 Generationen lauter Mathematiker sind. Eine davon wirkten auch hier an der Berliner Akademie. Und Ars Conjectandi fasste das 1700 bekannte Wissen zur Wahrscheinlichkeit zusammen. Und Ars Conjectandi war immer noch ein Standardwerk, als der Mathematiker und Statistiker Ladislaus von Bortkiewicz 1917 sein Grundlagenwerk, die Iteration, Beitrag zur Wahrscheinlichkeitstheorie, verfasste. Sie sehen rechts, das ist die Liste der Publikationen. Heute würden Sie da rausfliegen, wenn Sie mit so einer kurzen Publikationsliste ein Buch machen wollen. Und Sie sehen auch gleich am Anfang, Ars Conjectandi ist immer noch Standardwerk. Und Bernoulli prägte also den Begriff Stochastik. Und worum geht es aber in Wahrscheinlichkeit im 18. Jahrhundert auch? Um das philosophische Problem. Jetzt Moses Mendelssohn, Oton, unter den Erkenntnissen, die wir zu erlangen haben, kann die Wahrscheinlichkeit vielleicht für die notwendigste gehalten werden, weil sie unserer eingeschränkten Sphäre angemessen ist und in den meisten Fällen die Stelle der Gewissheit vertreten muss. Also wahrscheinliche Ereignisse statt Gewissheit über Ereignisse. Das ist natürlich ein eminent philosophisches Problem. Lauren Deston hat 1988 zuerst publiziert ihre Studie, wie die Begründungen der Wahrscheinlichkeitstheorie Classical Probability mit der Aufklärung Enlightenment zusammenhängen. Es ist immer noch ein Standardbuch und zu empfehlen, auch wenn Rainey leider Moses Mendelssohn nicht erwähnt. Und Mendelssohn schreibt dann ganz korrekt, die Mathematiker, die die Grenzen ihrer Wissenschaft schneller erweitert als die Weltweisen, Weltweise nennt er meistens Philosophen, haben in dem letzten Jahrhundert in dem Feld des Wahrscheinlichen große Entdeckungen gemacht. Und jetzt nennt er die Anwendungsgebiete in allen Arten von Glücksspielen, Wetten, Assekuranzen, also Versicherungen, Lotterien, in einigen Rechtshändeln. In der Tat gibt es Abhandlungen, wo mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie Aussagen vor Gericht geprüft werden. Ja, sogar in Ansehnung der historischen Glaubwürdigkeit haben sie die wahrscheinlichen Fälle gegeneinander berechnet und die Größe der Erwartung oder den Grad der Wahrscheinlichkeit bestimmt. Und er nennt dann die Namen Pascal, Fermat, Huygens, Halley, Quack, Petit, Marmont, Moivre, Bernoulli und Euler. Und das ist jetzt hier in dem Jubiläumsband auf der Seite, da sehen Sie, da ist es fett markiert, da sehen Sie die Namen nochmal, Bernoulli und Euler. Bei Euler ist natürlich die Frage, die ich mir gestellt habe, ob die beiden sich in Berlin getroffen haben. Da Euler ja immerhin, wie Sie hier sehen, 25 Jahre in Berlin lebte. Ich habe mich früher auch mal mit Euler beschäftigt, mir ist Mendelssohn nicht begegnet, aber Euler ist einer der bedeutendsten Mathematiker. Es gibt eine riesen Werkausgabe, es gibt mehrere Briefausgaben. Wahrscheinlich, wenn überhaupt, kann man in den Briefen Spuren finden. Das ist aber jetzt noch eine offene Frage. Meine Vermutung ist, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit müssen die sich getroffen haben. Zumal sie beide auch ein nicht sehr positives Verhältnis zu F2 hatten. Also da hatten sie schon mal Berührungspunkte, die beiden. Also ich würde vermuten, dass man da was findet. Aber mit Gewissheit weiß ich es nicht. Und er baut dann seine Abhandlung weiter aus und folgt Wolf, der Logika, Wahrheitsgründe, wahrscheinliche Erkenntnisse. Er macht, was wir heute sagen, Gedankenexperimente. Er nennt das durch ein Denkspiel erläutern. Er berechnet Grade der Wahrscheinlichkeit, da folgt er wieder Bernoulli und der Ars Conjectandi. Und er bringt natürlich die klassischen Beispiele, Hoffnungen eines Spielers beim Würfeln zu gewinnen.
Ich gebe ein Seminar immer im Sommersemester History of Statistics und die Studenten sind immer sehr überrascht, dass beim Beginn der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie Glücksspiele so eine wichtige Rolle spielten. Das amüsiert und erschreckt sie immer. Amüsieren finde ich ja okay, warum sie erschrecken, weiß ich nicht. Und Mendelssohn schildert also einfach diese bekannten Fälle und referiert das Wissen, was insbesondere Bernoulli und andere entwickelt haben. Und er geht natürlich auch darauf ein, bedingte Wahrscheinlichkeit. Er behandelt das Gesetz der großen Zahl und er behandelt auch das Urnenmodell. Das Urnenmodell, das ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit weiße oder schwarze Kugeln gezogen werden. Das ist insofern ein schönes Beispiel, wenn Sie in der Berliner Akademie die Mitgliedswahlen hatten, da wurden weiße und schwarze Kugeln genommen. Er geht dann zur Sterbestatistik ein, das ist was ganz Wichtiges für die Versicherungswissenschaften gewesen, schon in dieser frühen Zeit. Sie wollen natürlich eine Lebensversicherungspolice, wo Sie als Versicherungsgesellschaft Gewinn machen und dann müssen Sie wissen, wie die Sterbewahrscheinlichkeit ist, damit Sie Gewinn machen und die Sterbehäufigkeit. Und dann geht er wieder auf die philosophischen Dimensionen ein, Hypothesen prüfen, Gewissheit erlangen, Grade der Wahrscheinlichkeit bestimmen. Er setzt sich auseinander mit dem, wie er ihn nennt, sinnreichen Skeptiker, damit meint er David Hume. Und er behandelt auch relative Häufigkeiten und Eintreten von Wahrscheinlichkeiten. Und dann, das ist Otto Mendelssohn, und wenn N unendlich wäre, so wären wir vollkommen überzeugt. Und nochmal, wir kommen durch öfters wiederholte Erfahrungen der mathematischen Evidenz immer näher, obwohl es ausgemacht ist, dass wir sie selbst niemals vermittels der Erfahrung erreichen können. Und er bringt dann als Beispiel, wie sich der Leser, die Leserin vorstellen soll, diese Grade der Wahrscheinlichkeit, bringt er aus der Astronomiegeschichte. Das kopernikanische Weltgebäude wird jetzt durchgehend für wahrscheinlicher erkannt als das ptolemäische. Man kann also gewissermaßen den Grad der Wahrscheinlichkeit bestimmen, den das neue Weltgebäude vor dem alten voraus hat. Und dann hat er noch abschließende Passagen zu Macht der Bewegungsgründe, Freiheit, Zurechnung und Gott. Und das ist, wie gesagt, nochmal die Seite aus der Jubiläumsausgabe. Im letzten Abschnitt ist diese Passage mit dem kopernikanischen Weltgebäude. Am Beginn oben finden Sie, wie er selber schreibt, dass er referiert, was Mathematiker entwickelt haben, dass er nicht selber Mathematiker ist. Und nun kommen wir nämlich zu der Frage, wie ist denn das, was Moses Mendelssohn geschrieben und 1771 noch zu seinen Lebzeiten publiziert hat, wie ist das aufgenommen worden? Und ich gebe Ihnen sozusagen die Extrembeispiele. Ich bleibe bei der Mathematik der Extreme. Ich gebe Ihnen die Extrembeispiele. Ein Jahr nach seinem Tod von einem anonymen Autor ist also dieses Buch erschienen, Leben und Meinungen Moses Mendelssohns. Und da schreibt dieser Autor und behandelt diese Veröffentlichung von 1771. Im letzten Abschnitt findet man eine Abhandlung über die Wahrscheinlichkeit, welche Materie freilich wichtig genug ist, zumal sie den unseren eingeschränkten Verstandeskräften oft die Stelle der Gewissheit vertreten muss. Und jetzt kommt's. Da aber diese Abhandlung nichts Neues erhält und nur Erklärungen dessen sind, was man bei den Reimer, Bernoulli, Euler, Wolf, Leibniz und ähnlichen Männern darüber nachlesen kann, finde ich keine Bedenken, diese Materie zu übergehen, um mich der wichtigeren Schrift zuzuwenden, Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum. Herr Simon hat Ihnen vorhin darüber berichtet, wie wichtig diese Publikation ist. Für den anonymen Autor war das, also wenn das alles Bernoulli und Euler schon geschrieben haben, können wir ignorieren. Ganz anders sehen das die Bearbeiter der Jubiläumsausgabe 1929-31. Unser Heim Borodjanski, ich hatte ihn ja schon erwähnt, der schreibt also, außer philosophischen Studien hat Mendelssohn jahrelang Mathematik getrieben. Das stimmt. Und ihr nur seiner schwachen Gesundheit wegen entsagt. Ihr waren oft seine Unterhaltungen mit Nikolai gewidmet. Ja. Jetzt kommt der Satz. Er galt damals neben Euler, Martini und Jacobi als einer der besten Mathematiker Berlins. Da muss ich leider sagen, es stimmt leider nicht. Bei
aller Ehrfurcht vor Moses Mendelssohn, das ist übertrieben. Das ist sowas, wo dann Wissenschaftshistoriker sagen, ja, hagiografisch, Moses Mendelssohn war ein großartiger Gelehrter, aber er war kein großartiger Mathematiker. Aber im Unterschied zu vielen, übrigens bis in die Gegenwart, im Unterschied zu vielen, hat er sehr wohl diese Wahrscheinlichkeitstheorie, wie sie zu seinen Lebzeiten entwickelt wurde, verstanden. Ich wäre schon froh, wenn unsere Studenten so viel verstehen würden heute, wie er damals verstanden hat. Also er hat, das wirklich, das ist seine Leistung, aber er war kein Mathematiker und er selber hätte auch nie sowas gesagt. Und dann, das ist eine interessante Sache, die wir von den Herausgebern hier erfahren, dass er also über eine reiche Bibliothek verfügt hat. Sie verfügt über viele und seltene mathematische Werke und Drucke. Und nun kommen wir noch zur Familie Mendelssohn, wo sich das mathematische Talent dann aber eher sozusagen etwas krumm vererbt hat. Das werden Sie sehen. Also Moses und seine Frau mit Guggenheim hatten Kinder, 6 Kinder überlebten. Und der Jüngste wird Ingenieur und Instrumentenbauer. Und er eröffnet dann auch 1806 in Berlin eine eigene Werkstatt. Für die macht Alexander von Humboldt Reklame. Also es gibt einen Artikel von Humboldt 1806 in einer damals bekannten Zeitschrift für Physiker, wo er ausdrücklich darauf hinweist, dass der Nathan Mendelssohn in seiner Werkstatt astronomische, geodätische und physikalische Instrumente auf Wunsch, auf Bedarf herstellt. Geodätische Instrumente, das sind die, wenn Sie zum Beispiel Erkundungen machen, Feldbestimmungen, Abmessungen von Feldern oder Entfernungen, da brauchen Sie geodätische Instrumente. Astronomisch ist klar, ne? Physikalisch ist auch klar. Warum dieses Büro dann ja offenbar nicht so erfolgreich war, dass Nathan Mendelssohn glaubt, er muss da im Militär dienen. Und er hat dann eben später viele verschiedene andere Tätigkeiten. Sie können das bei Sebastian Panwitz nachlesen oder auch bei Hans Lausch. Er lebt dann ab 1836 wieder in Berlin und er ist Mitbegründer einer polytechnischen Gesellschaft. Die setzt zum Ziel, neueste technische Entwicklungen zu propagieren. Also er bleibt bis an sein Lebensende an technischen Dingen interessiert. Und interessant ist eben, oder charmant ist, mit Henriette Itzig hat er mehrere Kinder und seine Tochter Ottilie heiratet den Mathematiker Ernst Eduard Kummer. Und nun ist dieser Kummer einer der wichtigsten Mathematiker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Berliner Universität, wo er dann Professor ist sowieso, aber auch für das Ansehen der Mathematik in Europa. Und Kummer und Leopold Kronecker und Karl Weierstrass, die drei bilden ein Trio, was dann dazu führt, dass sie in Berlin an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität ganz viele Studenten haben, Doktoranden aus allen europäischen Ländern, von Russland bis sogar Frankreich und selbst aus den USA. Also die begründen die moderne Mathematik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann finden sie eben, dass die Tochter aus dieser Beziehung, Ottilie und Ernst Eduard, die Marie Elisabeth, heiratet den Mathematiker Hermann Amande Schwarz. Der bekommt dann hier auch eine Professur an der Berliner Universität. Und wir haben bei den Mathematikern ein bisschen ähnliche Verhältnisse wie bei den Medizinern. Virchow hat das drastisch formuliert, die Begabung vererbt sich bei den Medizinern vom Professor auf den Schwiegersohn. Weil sie also sehr oft finden, dass der Schwiegersohn den Lehrstuhl nimmt. Und da ja üblich war, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt, fällt das ja nie auf. Also der Schwarz den Lehrstuhl von Kummer bekommt, sehen sie ja so nicht. Also und da finden sie also auch bei Mathematikern Beispiele und nicht nur für die Berliner Universität. Aber das hat Hans Lausch in 2 Artikeln schon akribisch mit Briefstellen belegt. Und dann kommen wir zu der Familie von Fanny, weil wir ja heute Fanny ehren. Wie Sie wissen, Fanny und Felix und Rebecca und Paul sind die Kinder von Abraham und Lea Salomon. Und Fanny heiratet dann den Maler Wilhelm Hensel. Und ich fange sozusagen gegen die Chronologie an. Rebecca, das hat ja heute Herr Lackmann schon genannt, heiratet den Mathematiker Dirichlet. Dirichlet kommt auf Veranlassung von Humboldts hierher.
weil Alexander von Humboldt sehr viel getan hat, dass die Berliner Universität für die Mathematikentwicklung wichtig wird, weil es ihm gelang, wir würden heute sagen, Talente zu finden und die auch zu empfehlen. Und dazu gehörte der damals junge Dirichlet. Pardon. Und er wird dann Privatdozent und er wird außerordentlicher Professor. Und er wird eher Akademiemitglied, ordentliches Mitglied, OM, als er ordentlicher Professor an der Universität wird. Und 1855 passiert etwas, was für Mathematiker dann eine unglaubliche Ehre war. In Göttingen stirbt der größte Mathematiker des 19. Jahrhunderts, Carl Friedrich Gauß. Und Dirichlet bekommt den Lehrstuhl von Gauß. Also geht er nach Göttingen zum großen Unglück von Rebecca. Es gibt sehr viele Briefe von ihr, wo sie beklagt, aus dem lebendigen Berlin in das etwas, Entschuldigung, falls jemand aus Göttingen hier ist, in das etwas verschlafene Göttingen zu kommen. Und Dirichlet war sehr befreundet mit Jacobi. Jacobi, das ist der, wo Harjanski behauptete, Mendelssohn ist so berühmt wie Jacobi. Jacobi war ein anderer, sehr berühmter Mathematiker, Carl Gustav Jacobi. Und Fanny ist also mit dem Maler verheiratet und die haben ja nur einen Sohn, Sebastian, um den sich Rebecca Dirichlet, Mendelssohn Dirichlet, sehr kümmert. Und aus der Beziehung von Sebastian Hensel mit Juli von Adelsohn, da geht hervor ein junger Mann, Kurt Hensel. Und jetzt erinnern Sie sich, am Anfang hatte ich Ihnen gesagt, merken Sie sich bitte Kurt Hensel. Das ist in der Tat also ein Enkel von Fanny. Und der wird Mathematiker, der promoviert bei Kronecker, bei einem dieser drei wichtigen Mathematiker hier in Berlin. Er habilitiert auch in Berlin und er bekommt dann eine ordentliche Professur an der Universität Marburg. Dort wird er 1930 emeritiert, aber die Nazis führen eine Zwangsemeritierung durch. Zwangsemeritierung bedeutet in dem Falle, dass durch Juristen abgesichert ihm die Rente gekürzt wird, die Pension gekürzt wird, und zwar entscheidend gekürzt. Und es gab also sehr findige deutsche Juristen, die ab 1933 sehr viele sogenannte Gesetze entwickeln, mit denen jüdische Bürger drangsaliert und mehr oder weniger ausgeraubt werden. Kurt Hensel konnte noch in Marburg in seinem Bett sterben. Und er war ein ganz bedeutender Zahlentheoretiker und nach ihm sind auch mehrere Begriffe in der Zahlentheorie benannt. Das ist in der Mathematikgeschichte sehr häufig, dass sie ein Lemma, einen Satz, einen Term nach einem Mathematiker benennen. Und Kurt Hensel ist einer von den Mathematikern, nach dem einige benannt sind, unter anderem die Henselschen Ringe. Danke. Schönen Dank, Frau Vogt, für diesen Ritt, den mathematischen Ritt durch die Geschichte der Familie Mendelssohn. Jetzt erlaube ich mir aber einen Nachtrag. Der Enkel von Kurt Hensel, Walter Heyman, ist auch ein Mathematiker und der ist im Januar 2020 in Großbritannien, ich glaube in Cambridge war dort an der Uni, verstorben. Aus Altersgründen, also nicht wegen Corona. Also noch ein, die Reihe geht weiter. Wollte ich damit nur andeuten, dass es also noch viel mehr, aber ich habe von Ihnen sehr viele neue Namen eben der mathematischen Bezüge zur Familie Mendelssohn gehört und ja, toll. Wie bei Bach beinahe. Gibt es dazu eine Frage? Also Herr Simon hat ja schon den Herrn Gumperz genannt. Bei dem hat er so eine Art, war er Privatstudent oder sowas. Und wie er das ansonsten gemacht hat, ist wenig bekannt. Aber er konnte Französisch, er konnte auch Latein. Und er hätte ja als Jude nicht studieren dürfen. Das ist vielleicht nicht so bekannt. Der gewöhnliche Antisemitismus in Anführungsstrichen in deutschen Landen war eben, dass Juden ganz lange von allen Universitäten ausgeschlossen blieben.
Die ersten Universitäten, die dann öffneten, waren die medizinischen Fakultäten, weil die christlichen Obrigkeiten wollten die Kontrolle unter den Ärzten in den jüdischen Gemeinden, und die philosophischen Fakultäten, weil die christlichen Obrigkeiten wollten die Kontrolle über die Rabbiner. Und dann sollten die nicht mehr an italienischen Universitäten studieren und promovieren, sondern an deutschen. Und da gibt es dann sukzessive die Öffnung. Es gibt ein sehr gutes Buch darüber, weil wegen des Föderalismus kann ich Ihnen jetzt nicht sagen eine Jahreszahl, weil das in den unterschiedlichen deutschen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten war. Also Erlangen war eine der letzten Städte, die es möglich machte. Und deshalb hätte er ja nicht studieren dürfen, aber er kannte welche, die studiert haben und von denen er es gelernt hat. Und bei der Mathematik, ja, da muss man natürlich wissen, die Mathematik, also Bernoullis Ars Conjectandi sieht nicht so aus wie heute ein Lehrbuch zur Wahrscheinlichkeitstheorie. Es sind noch sehr, sehr wenig Formeln. Es ist noch sehr viel in Worten formuliert. Also das macht es einem, mir macht es das zum Beispiel schwer, solche alten Sachen zu lesen. Ich übersetze in Anführungsstrichen die immer, indem ich dann die Formel auf dem Blatt schreibe, damit ich weiß, was gemeint ist. Aber vielleicht half das, also das weiß ich nicht. Aber fest steht, und das sieht man, wenn man die Abhandlung liest, er hat es wirklich verstanden. Er hat verstanden, worum es in diesen mathematischen Dingen geht.